Sinchonji Online-Seminar Gottes neuer Bund, Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung. In der ganzen Welt wird die Offenbarung bezeugt. Im August und September 2021 fanden online das erste und zweite Sinchonji Wortseminar statt. 30.372 Teilnehmer nahmen in den 12 Regionen landesweit teil. Rund 1.800 Pastoren nahmen teil und zeigten eine inbrünstige Reaktion. Und endlich, nach 2000 langen Jahren, öffnen sich die Worte der Offenbarung. Der Versammlungsleiter und die 12 Stammesleiter von Sinchonji tun das Geheimnis des Himmelreichs der Offenbarung kund. Vom 18.10. bis zum 27.12. jede Woche Montag und Donnerstag. Das Sinchonji Online-Seminar, das in der ganzen Welt zeitgleich ausgestrahlt wird. Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung, Gottes neuer Bund, wir laden Sie herzlich hierzu ein. Liebe Heilige und Gemeindemitglieder weltweit, die die Hoffnung auf das Himmelreich haben, ich bin Hyunjin Kang, der Moderator für das Sinchonji Online-Seminar. Viele Pastoren und Theologiestudenten und Heilige, die das Himmelreich hoffen, haben hier zahlreich teilgenommen. Und für diese große Teilnahme möchten wir Gott, dem Herrn, die Dankbarkeit, die Herrlichkeit äußern. Und dass Sie Ihre kostbare Zeit in der Covid-Zeit aufgebracht haben und hier aktiv teilnehmen, möchte ich nochmal großen Dank aussprechen. Und dass jeder eine kostbare Geschenk durch diese Stunde nimmt, dass Sie durch das Wort der Wahrheit größte Erkenntnis erlangen, wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen und ich möchte hierbei ein Gebet aussprechen. Wahrhaftig, heiliger Vater Gott, auch all den Leben, was du heute erschaffen hast und dass der neue Bund Gottes, die Offenbarung, der von Jesus und Gott gestellt wurde, dass dieser weltweit erkannt wird und dass du dies erlaubst durch das Sinchonji Online-Seminar, welches stattfindet, so danke ich dir von ganzem Herzen. In dieser Stunde, wenn dieses Wort bezeugt wird, dass all die sehenden Augen und die hörenden Ohren, dass sie diese Worte hören, erkennen und das Geheimnis des Himmelreichs, die Offenbarung vollkommenerweise erkennen können. So bitte ich dich um deine Unterstützung, deine Erlaubnis. Heute ist die Stunde, wo Offenbarung Kapitel 8 belehrt wird. Sei doch auch mit dem Stammesleiter, der diese Worte bezeugt und das offenbarte Wort, welches durch den verheißenen Hirten bezeugt wurde, bitte ich dich, dass diese Worte vollkommenerweise heute bezeugt werden, dass alle Programmpunkte von Anfang bis zum Ende du diese Stunde leitest und in Jesu Namen, der voller Leben ist, habe ich gebeten. Amen. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie wissen lassen, dass dieses Online-Seminar gehalten wird ohne jegliche Störung. Heute, dieses Seminar handelt über Offenbarung Kapitel 8 mit der Thematik Letzte Siegel und die sieben Posaunen. Viele Menschen denken, in diesem Szenario, wo dieses Hagel mit Feuer und Blut gemischt auf die Erde herabfällt und alles verbrennt, das Ende der Welt sei. Aber ob es tatsächlich solch ein Inhalt ist, hoffe ich, dass Sie durch die heutige Belehrung überprüfen können, ob es sich wirklich so verhält. Und heute wollen wir dann mit großem Applaus Ilgun Kim, dem Andreas-Stammesleiter, nach vorne bitten. Schönen guten Tag, es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Ilgun Kim, der Andreas-Stammesleiter, der im Namen des Jünger Jesu, dem Andreas, auserwählt wurde. Heute, anschließend zur letzten Stunde, werde ich über die Inhalte aus Offenbarung Kapitel 8 belehren. Überschrift aus Offenbarung Kapitel 8 ist das letzte Siegel und die sieben Posaunen. Bis zum Ende merken Sie sich doch diese Überschrift. Ja, Kerninhalte aus Offenbarung 8. In Offenbarung 2 und 3 haben wir bereits gelernt, dass die Gemeinde sieben goldene Leuchte das abgefallene auserwählte Volk. Wir gesehen haben, die Brief gesendet wurden durch den auserwählten Johannes. Sie haben nämlich Götzenopfer angespeist
und Unzucht getrieben, Götzen angebetet. Und dadurch kam es zur Folge, dass in Offenbarung 6 sie aus dem Himmelszelt hinausgeworfen wurden und Plagen empfangen haben. Und genau dieses Szenario wurde gesehen und Offenbarung 8 ist der Inhalt, der durch den Posaunenschall diese Inhalte kundgegeben werden, um diese bekannt zu geben. Offenbarung 8, so gibt es viele, die Offenbarung 8 wortwörtlich verstehen, so wie zum Beispiel ein Hagel mit Blut und Feuer gemischt auf Erde fällt und Bäume grüne und Erde verbrennt. Und bildlich gesehen wird sehr oft inszeniert, dass dort eine nukleare Waffe den Weltuntergang inszeniert. Aber die Frage ist, ob das tatsächlich sich so verhält. Und ich hoffe, dass Sie auch viel Gnade durch die heutige Stunde bekommen, dadurch, dass Sie diese Inhalte verstehen. Wir beginnen, indem wir jeden einzelnen Vers lesend beginnen. Vers 1. Und als das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel. Etwa eine halbe Stunde. Sie sehen, ja, siebente Siegel wird geöffnet und das Schweigen im Himmel, das wollen wir uns anschauen. Die Bedeutung hinter Siegel öffnen haben wir bereits in Offenbarung 5 gesehen. In der Hand Gottes haben sie bereits ein Buch mit sieben Siegeln in der rechten Hand Gottes gesehen. Und dieses Buch hat Jesus genommen. Jesus hat in Offenbarung 6 die Siegel 1 bis 6 geöffnet. Und die übrigen, sprich das letzte Siegel, wurde nun geöffnet. Das letzte Siegel, das siebente Siegel. Jetzt sehen Sie die Parallele. Jesus hat dies offenbart. Das heißt, es ist also die Offenbarung Jesu Christi, aufgeschrieben jedoch von dem Apostel Johannes. Ganz besonders hier ist wichtig, dieses Ereignis, wenn es sich tatsächlich erfüllt, gibt es einen Zeugen, der all dies in Realität gesehen und gehört hat, und das ist der verheißene Hirte, und dass durch ihn alle Realitäten und die Vorhersagen bezeugt werden. Bitte merken Sie auch diesen Punkt. Dass ein Schweigen einer halben Stunde im Himmel geschah, halbe Stunde deutet auf eine halbe Stunde tatsächlich hin, 30 Minuten, und letzte Stunde haben Sie bereits durch Offenbarung 6, durch den Thomas-Stammesleiter gelernt, Sonne, Mond und Sterne stehen für das auserwählte Volk Gottes, und ihr Zelt wird als der Himmel verglichen. Das heißt, als Resultat hatte Offenbarung 6, dass durch die vier lebendigen Wesen ein Gericht stattgefunden hat. Und das in Sacharja Kapitel 6. Die lebendigen Wesen wurden mit Winden verglichen. Das heißt, dieser Wind wehte, hat aber angehalten. Deswegen gibt es ein Schweigen im Himmel. Und nach diesem werden nun durch den Posaunenschall das abgefallene Zelt gerichtet. Und um diese Vorbereitungszeit einzulegen, kam es zu einer halben Stunde Schweigen. Jetzt lesen wir 8, Vers 2. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. So, ganz besonders hier merken Sie sich folgenden Punkt. In jedem Kapitel der Offenbarung gibt es eine Person, die sich bezeichnet als ich sah, ich hörte. In Offenbarung 22, Vers 8 sehen Sie, ja, ich bin der Johannes, der diese Dinge sah, gehört hat und gesehen hat. Das heißt, vor 2000 Jahren war es der Apostel Johannes, der die Offenbarung Vision gesehen und alles aufgeschrieben hat. Aber es gibt wiederum einen Menschen, einen Zeugen, der all dies in der Wirklichkeit gesehen, gehört und bezeugt hat. Die Bedeutung hinter, dass die sieben Engel sieben Posaunen erhalten haben, um das zu verstehen, sehen wir in Jesaja 58, Vers 1. Gott sagte, ja, zögere nicht und gebe kund, erhebe deine Stimme, so wie ein Hornschall, Posaunenschall, um die Vergehen kundzutun. Das heißt, in der Bibel, die Stimme eines Menschen wird mit dem Posaunenschall verglichen. Und die Posaune somit steht gleichnishaft im Vergleich zum Menschen. Und je mehr, ja, eine Posaune selbst kann so, vor allem aus der irdischen, fleischlichen Sicht nicht von sich selbst ertönen, sondern es muss einen Posaunisten geben. Deswegen, Matthäus 10, Vers 20 steht, ja, sorgt euch nicht, was ihr zu sagen habt, sondern der Heilige Geist Gottes, der in euch ist, wird für euch sprechen. Das heißt, der Geist Gottes nutzt den Menschen, um das Wort zu bezeugen. Das heißt, der Geist, der die Posaune nutzt, ist derjenige, der posaunt,
Und der Mensch, der durch über seinen Lippen das Wort kundgegeben wird, ist die Posaune, die den Schall erzeugt. Das heißt, die sieben Engel bekommen nun sieben Posaunen. Das bedeutet nicht, dass sie jetzt sieben instrumentale Trompeten bekommen, sondern das sind sieben Menschen, die mit Posaunen verglichen wurden, damit durch diese, die auserwählt wurden, das Wort bezeugt werden. Dann Offenbarung Kapitel 8 und Kapitel 9, welche Posaunen das im Konkreten sind, wollen wir herausfinden. Sie sehen, in Offenbarung 6 werden sechs Siegel geöffnet und bei dem siebten Siegelöffnung in Offenbarung 8 werden nun Posaunen gegeben. Das heißt, diese Posaunen werden erst nach dem Ereignis aus Offenbarung 6 ertönt. Offenbarung 6, was dort geschehen ist, ist das Ereignis, dass das auserwählte, abgefallene Volk sich in Höhlen, Felsen und Berge versteckt hat und abgefallen ist. Sie sehen, sie bezeugen das Wort, das heißt, es sind Menschen, die von Gott her anerkannt werden. In Kapitel 1 wurde eine Person im Leib, ein Fürsprecher auserwählt, nicht wahr, der im Stellvertretenden für Jesus spricht. Und in Offenbarung 3, Vers 4 gab es einige, die in weißen Kleidern bekleidet waren und ihm gefolgt sind. Und Offenbarung 6, mit der Waage Gottes gewogen, gab es einige, die für würdig befunden wurden. Das war ein Maß Weizen, drei Maß Gerste. Das bedeutet, diese, so in Offenbarung 6, die Ereignisse über das auserwählte Volk, das abgefallen ist, den Heiden zugehörig wurde und dort ein Drittel jeweils getötet wurden, gab es einige, die dort aber herausgekommen, nicht eins geworden sind, aber diese Ereignisse, Szenarien gesehen haben und dass diese Menschen diese Inhalte bezeugen, ist gleich der Posaunenschall. Lesen wir die weiteren Verse, Vers 3 bis 5. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an dem Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Tag gab, der vor dem Thron ist. Und der Rauch, das Räucherwerk, stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott, und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschahen Blitze, Donner und Stimmen und ein Erdbeben. So, ein goldenes Räucherfass, Feuer und Rauch, was das ist, Apostelgeschichte 9, Vers 15 sehen Sie, Jesus sprach über Apostel Paulus, er ist sein auserwähltes Gefäß. Und in Römer Kapitel 9, dort wird er gesehen, ein Töpfergefäß, das heißt, geistliche Gefäß in der Bibel steht für das Herz und den Menschen, in denen das Wort hineingefüllt werden kann. Besonders in Offenbarung 8, dieses goldene Räucherfass, ist ein Mensch gemeint, der das Wort der Wahrheit besitzt, welches unveränderlich ist. Das heißt, es ist der Johannes, der neue Johannes, der von Jesus her auserwählt wurde und auf dem die Hand aufgelegt wurde. Ja, dieser Engel steigt nun in den Himmel auf. In Offenbarung 5, Vers 8 sehen Sie, dieser Rauch stieg aus, das ist das Gebet der Heiligen. Und diese Gebete wurden nun als Rauch wurde es zu Gott gebracht, so wie in Psalm 141 zu verstehen. Ja, dieses Feuer wurde hineingefüllt und ausgeschüttet wurde dieses Feuer auf die Erde und hier sind Stimmen, Blitze und Donner danach entstanden. Hier, wenn es um das Feuer geht, in Lukas 2, Vers 49 sehen wir, Jesus sagte, ich kam auf die Erde um das Feuer, damit das Feuer auf Erden brennt. Ja, hier ist sicherlich kein fleischliches, tatsächliches Feuer gemeint und Jeremia 5, Vers 14 steht, ich werde das Volk, welches gleich wie Holz gleicht, verbrennen mit den Worten. Das heißt, Feuer ist gleich das Wort des Gerichts. Das heißt, auf welche Erde genau wurde hier zielgerichtet aus das Feuer geworfen? Wir haben bereits gesehen, dass es das abgefallene, auserwählte Volk des Zeltes ist und dessen Heiligen. Sie sehen, in 1. Mose 2, Vers 10, 7 sehen Sie, oder auch in 1. Mose 3, Vers 19, kehrt wieder zurück zur Erde, so wie in Galater 3, Vers 3 gesagt wurde, ihr habt zwar im Heiligen Geist begonnen, aber habt geendet im Fleisch. Das ist also zu verstehen, dass nämlich Acker,
oder Acker oder Erde ist hier das Herz des Menschen, Menschen gemeint. Und dass hier Stimme, Blitz und Donner entstanden sind, das sind die Stimmen Gottes, das heißt die Worte Gottes und aber auch das schnelle, geschäftigte Bewegen der Engel. Und vor allem Erdbeben ist ja, dass die Erde bebt, das heißt, es sind die abgefallenen Heiligen vom Tempel des Zeltes, ihre Herzen sind am Schwanken und das bedeutet, das ist hier verglichen worden mit Erdbeben. Und Jesus sagte auch, in der letzten Zeit gibt es Hungersnot und Erdbeben, ist gleich, das ist gleiches Erdbeben gemeint. Und genauso wie Offenbarung 6, Vers 12, dort wurde gesagt, bevor Sonne und Sterne verfinstern herabfallen, kommt es zu einem Erdbeben, ist auch gleiches Erdbeben gemeint. Sprich, folglich, das Feuer, welches gleich das Wort ist, wird in den verheißenen Hirten gefüllt und wurde auf das abgefallene Zelt und die Heiligen gegossen, die in Föhlen, Felsen und Berge hineingegangen sind, abgefallen sind. Dann lesen wir weiter. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit zu posaunen. Und der erste posaunte, und es kam Hagelfeuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. Ja, bei dem ersten Posaunenschall kommt nun Hagelfeuer und Blut vermischt, wurde auf die Erde geworfen, und ein dritter Teil der Erde, Gras und Bäume verbrannte. Einige interpretieren, dass dies eine nukleare Waffe, Bombe, sei. Wir wollen das überprüfen anhand von 2. Mose 9, Vers 23, Vers 25. Dort sehen wir, wie sehr in Ägypten durch Feuer und Hagel gerichtet wurde, als ein Tier, Grünem oder auch Menschen. Ja, wenn das wirklich auch so wie hier gesehen fleischlich, also tatsächlich irdisch zu sehen ist, dann gibt es aber in Offenbarung 8 tatsächlich auch einen Adler, der dreimal wehe, wehe, wehe ausruft. Ja, weil sowas nicht in der Natur vorkommt, ja, müssen wir verstehen, dass hier eine geistliche Bedeutung dahinter steckt. Das heißt hier, um den geistlichen Hagel zu verstehen, sehen wir 5. Mose 32, Vers 2, ja, meine Lehre, meine Rede gleichen wie Tau oder auch wie Regen. Das heißt, das Wort Gottes wird hier generell als das Wort Gottes, als Wasser verglichen. So wie auch alles Lebewesen auf der Welt leben können nur durch das Regenwasser, ist es auch, dass alles Leben erhält durch das Wort Gottes, nicht wahr? Aber der Aggregatzustand von Wasser, wenn dies verhärtet, fest wird, sprechen wir da von Hagel. Aber wenn dieses feste Wasser, sprich Hagel, auf alles Lebende fällt, was meinen Sie, ist da die geistliche Bedeutung vom Hagel? Deswegen ist hier, dass hier die Bedeutung vom Hagel, Zorn, das Wort des Zorns gemeint oder der Hirte, der das Wort des Zorns besitzt. Ja. Wenn das tatsächlich eine nukleare Waffe sein sollte, dann müsste all das in einer Waffenkammer stattfinden. Aber Sie sehen, in dem Tempel Gottes steht in Johannes Offenbarung 11, Vers 19, da steht, der Hagel steht, aber im Tempel Gottes. Deswegen kann es keine nukleare Waffe sein. Und Jesaja 28, Vers 2 wird gesagt, derjenige, der vor dem Herrn stark ist, wird als Hagel bezeichnet, gleicht einem Hagel. Daher spricht man hier nicht von einem tatsächlichen Hagel, sondern von einem geistlichen Hagel, sprich hier ein Vergleich mit dem Hirten, der das Wort des Zorns besitzt. Was sind dann Erde, Gras und Bäume, die verbrannt sind? Erde bereits haben sie gelernt. Es ist das abgefallene, auserwählte Volk und in grünem und Bäume werden 1. Petrus 1, Vers 22, unser Fleisch, unser Leib wird als Fleisch bezeichnet und auch die Männer in Judäa werden auch mit Holz verglichen. Das heißt, hier ist sinnbildlich der Mensch gemeint. Vor allem Offenbarung 6 und 8 werden die Plagen ausgegossen und diese Plagen sind nicht zielstrebend weltweit gemeint, sondern zielstrebend ist hier die Plage, die ausgegossen wird auf
das abgefallene auserwählte Volk, welches in Höhlen, Felsen, Berge bereits sich versteckt haben, sprich zu den Heiden hinausgeworfen wurden. Es geht hier um das Zelt der sieben goldenen Leuchter. Dass sie aber verbrannt wurden sie hier mit dem Feuer. So wie in Jeremia 5, Vers 14, das Wort Gottes wird mit dem Feuer verglichen. Das heißt, mit dem Wort Gottes wurden ihre Herz, ihre Seelen oder ihre Seelen gerichtet. Und so haben sie Verletzungen im Herzen erlangt. Lesen wir weiter. Und der zweite Engel posaunte und etwas wie ein großer feuerflammender Berg wurde ins Meer geworfen. Der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und es starb der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten. Der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. So, der zweite Engel posaunt nun mit die zweite Posaune und da sehen Sie, diese Ereignisse finden statt. Zunächst einmal, um diesen Berg zu lernen, müssen wir erstmal verstehen, was Berg in der Bibel zu bedeuten hat. Im Schöpfungsgeschichte gibt es den Garten Eden und dann gibt es auch den Berg Ararat, wo die Arche gebaut wurde und dann der Moria-Berg und dann der Horeb und dann gibt es den Ölberg und dann gibt es aber auch den Berg Zion, worauf Jesus steht. Das heißt, die Bibel hat, so könnte man es beschreiben, begonnen auf einem Berg und endet auch auf einem Berg. Und deswegen Sie, liebe Zuschauer, die das Wort der Offenbarung hören, welcher Ort dieser Berg Zion ist, so glaube ich fest daran, dass Sie das erkennen werden in Offenbarung 14, Vers 1. Deswegen nehmen Sie doch auch teil, wenn Offenbarung 14 belehrt wird. Dieser Berg, der in der Bibel vorkommt, wenn alles hier mit fleischlich, das heißt irdisch interpretiert werden würde, ja, wäre hier große Chaos gewesen. Aber sie sind geistlich hier zu bedeuten, hat es was, dass in Hesekiel 36, 4, dort wird gesagt, ja, Israel hört auf das Wort Gottes und sie werden als Berg bezeichnet. Ja, Gott spricht sicherlich nicht zu Bergen, sondern die Inhalte sehen wir. Ja, es sind Worte zu dem verworfenen Stadt. Das heißt, es geht hier, handelt sich nicht um einen fleischlichen Berg, sondern die Bedeutung hinter diesem geistlichen Berg ist zunächst einmal die Eigenschaften, fleischliche Eigenschaften eines Berges, ja, eine Ansammlung von Erde. Aber Erde, Acker, das ist ja eine sinnbildhafte Erklärung für den Menschen. Das heißt, es ist eine Organisation. Berg steht somit für eine Organisation von Menschen, die sich gesammelt haben. Ja, solch eine Organisation nennt man aber in der Bibel Gemeinde. Deswegen merken Sie sich die Bedeutung hinter dem Berg, Berg gleich Gemeinde. Dass aber dieser Berg Feuer gefangen hat, wissen Sie noch? Feuer bedeutet ja, dass es das Wort des Gerichts ist. Das heißt hier, es war zwar der Berg Gottes, aber wie Sie vorher gesehen haben, war es eine Stadt, die von Gott her verworfen wurde, so wie in Offenbarung 1 bereits beschildert wurde. Es ist das abgefallene Zelt der sieben goldenen Leuchter, welches in Brand steckt, geistlich gesehen. Und hier vor allem, großer Berg steht hier für den Hauptsitz vom Tempel des Zeltes. Dieser Berg wurde aber in das Meer geworfen. Wenn aber hier bei der Berg kein fleischlicher Berg ist, dann ist das Meer sicherlich auch kein fleischlicher Berg. In Jesaja 27, Vers 1 sehen wir, mit einem großen, starken Schwert hat er verheißen, dass er die Schlange und den Drachen aus dem Meer richten wird. Das heißt, Gott ist aber nicht einer, der mit einem tatsächlichen Schwert jemanden herumjagt, sondern in Offenbarung 20, Vers 2 sehen wir, die Schlange und der Drache ist gleich Satan und der Teufel. Das heißt, sie stehen für Schlange und Drache, ist ein Sinnbild für wen? Für ein Gleichnis für den Satan und den Teufel. Das bedeutet, wenn Gott mit dem Schwert des Heiligen Geistes, sprich mit dem Wort der Bibel, den Satan, den Teufel einsperrt, sprich an dem Ort, wenn aber hier bezeichnet wird, ist das Meer gleich jener Ort, wo sich der Teufel aufhält.
Nochmal zusammengefasst, Schlange und Drache stehen für Teufel und Satan. Und Meer ist der Aufenthaltsort, wo sich der Teufel oder auch der Satan aufhält. In Daniel Kapitel 7 und Vers 3, dort sieht man, dass die vier Tiere aus dem Meer herausgekommen sind. Aber diese vier Tiere sind gleich die vier Könige, die aus der Welt kommen. Das bedeutet, das Meer steht für die Welt. Ja. Was für eine Welt? Eine Welt, über die der Satan und der Teufel herrscht. Das Problem ist, in Offenbarung 17, da gibt es auch solch ein großes Meer. In Offenbarung 17 sehen wir, über diesem vielen Wasser, diesem großen Meer, gibt es eine Hure, große Hure, die darauf sitzt. Und dort sehen wir, in diesem großen, vielen Wasser, wer sich dort aufhält, sind Völker, Nationen, Sprachen. Und das heißt also, alle Nationen stehen in diesem Wasser, das heißt weltweit, die ganze Welt, sie stehen unter dem Satan, dem Teufel. Das ist dieses Kapitel, welches uns bekannt gibt. Deswegen hören Sie doch weiter gut zu, dass Sie auch die Bedeutung hinter Offenbarung Kapitel 17 gut verstehen und Sie sich bewusst machen können und herausfinden, ob Sie eine Person sind, die sich außerhalb des Meeres oder innerhalb des Meeres befinden. Schlussfolgernd, Meer ist die Welt der Unwahrheit, der Lüge, in der der Satan herrscht. Sie sehen, was bedeutet es nun, dass dieser feuerflammende Berg ins Meer geworfen wurde? Das heißt, es war einst ein Berg, der Gott zu Gericht war, aber abgefallen ist und gerichtet wurde von Gott. Daher ist es nicht mehr die Stadt Gottes, sondern sie wurde in die Welt verworfen. Das bedeutet, sie wurde ins Meer verworfen. Das hat es zu bedeuten. Ja, und da sehen Sie ja, es wurde in die Welt verworfen, daher ist es nicht mehr Gottes Zugehörigkeit, sondern es gehört dem Teufel und dem Drachen. Und das in Jesaja 1, Vers 7 bis 8 sehen wir. Ja, dieses Volk, was Gott verworfen hat und verlassen hat, ja, eure Stadt ist verbrannt und ihr seid von den Heiden eingenommen worden. Genauso wie diese Worte sehen wir, dass sie nicht mehr das Glaubensvolk Gottes sind, die den Segen empfangen, sondern die von dem Heiden zertreten wurden. Zufolge hat es, dass ein Drittel des Meeres zu Blut wurde, nicht wahr? Sie sehen, der Tempel des Zeltes, sprich das Zelt des sieben goldenen Leuchter, dort wurde einst das Wort ja bezeugt, aber einst wurde tatsächlich mit dem Heiligen Geist das Wort der Wahrheit bezeugt, aber nun stehen sie im Meer und so hat sich das Wort vermischt mit der Wahrheit, aber der Unwahrheit. Deswegen wurde nun bekannt gegeben, dass ihre Lehre nun die Unwahrheit ist. Und das ist hiermit verglichen worden, dass nämlich ein Drittel ihrer Worte, die aus dem Zelt bezeugt wurden, vermischt wurde mit Blut. Sprich, Blut ist ja nicht trinkbar, das heißt, mit toter Lehre vermischt wurde. Das heißt, die Heiligen, die dort diese Unwahrheit zu sich nehmen, was geschieht mit ihnen? Eigentlich könnten sie nur leben dadurch, dass sie trinken und speisen von Wort des Lebens, aber dadurch, dass sie Wasser, was mit Blut vermischt ist, trinken. Deswegen steht hier, ein Drittel der Lebewesen sind auch gestorben. In Habakuk 1, Vers 14 sagte der Herr, ja, wie kann es sein, dass ihr wieder als Mensch zum Meer zurückgegangen seid, oder auch in Markus 4, Vers 19, folgt mir, sagt Jesus, und werdet zu Menschenfischer. Das bedeutet, der Mensch wurde mit einem Fisch verglichen. Bedeutet also, diese Lebewesen, die das Leben besitzen, hier lebendige Wesen, folglich, hier die Geschöpfe, die das Leben hatten, ist sinnbildlich für diejenigen gemeint, die in das Meer gegangen sind, sprich, die Heiligen vom abgefallenen Tempel des Zeltes. Der Tod, jeweils ein Drittel, ist nicht der fleischliche Tod gemeint, sondern dass die Geister nämlich durch die Lehre des Tod der Unwahrheit getötet wurden.
Ja, wenn hier dieses Meer kein tatsächliches Meer ist, dann sind auch die Schiffe, die auf diesem Meer sich aufhalten, auch keine tatsächlichen Schiffe. Es gibt auch in Matthäus 13, Vers 47, das Himmelreich gleicht einem Netz, welches ausgeworfen wurde und gute und böse Fische, gute und schlechte Fische auf ein Schiff gebracht wurden. Das heißt, Schiff ist hier gemeint, die Gemeinde Gottes. Das heißt, die Nebengemeinden, die dem Tempel des Zeltes zugehörig waren, auch sie sind zerbrochen und gefallen. Zu ein Drittel. Das wurde hier erklärt. Und tatsächlich hatte der Tempel des Zeltes zur damaligen Zeit etwa 80 Nebengemeinden, aber sie alle gleichzeitig sind untergegangen und wurden eins mit der Welt, die Unwahrheit besitzt. Und Offenbarung 6, Vers 17, als das Gericht widerfahren ist, gab es dort ja die Ereignisse, wo sie sich versteckt haben, in Felsen, Höhlen und Berge. Nun wollen wir den dritten Posaunenschall und die dritte Plage erfahren. Und der dritte Engel posaunte, es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie ein Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Ströme, auf die Wasserquellen, und der Name der Sterne heißt Wermut, und der dritte Teil des Wassers wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von dem Wasser, weil sie bitter gemacht waren. Also Sie sehen, einen Stern Wermut bei dem dritten Posaunenschall bekommt man zu erfahren, dass viele Menschen gestorben sind, dadurch, dass diese Stern Wermut auf Wasserquellen gefallen sind und viele da von diesem bitteren Wasser getrunken haben. Viele interpretieren, dass nämlich das Wasser in der Welt, Trinkwasser, nun vergiftet wurde und somit viele Menschen Tode kommen. Aber Sie, die jetzt gerade zuhören, haben sich hier jetzt schon bewusst gemacht, dass es hier sich nicht um fleischliche Dinge handelt. Früher hat man vielleicht gedacht, wenn man von dem Himmel spricht, spricht man tatsächlich von dem blauen Himmel oder Erde, von dem tatsächlichen Boden, von dem wir sprechen. Aber Sie sehen jetzt die geistliche Bedeutung hinter all dem. Wenn wir also von dem Himmel sprechen, ja, so wie es auch im Himmel Sonne, Mond und Sterne sich aufhalten, sehen wir 1. Mose 37, die Familienangehörigen Jakobs werden auch als Sonne, Mond und Sterne verglichen. Das bedeutet, Israel, sprich Jakobs Familie, wird mit Sonne, Mond und Sterne verglichen, und der Himmel, in dem sich Sonne, Mond und Sterne aufhalten, ist zu vergleichen mit dem Zelt, in dem sich aufhalten. Das heißt, dort befindet sich Gott, an dem Ort, wo Gott sich aufhält, ist auch zu vergleichen mit dem Himmel. Das heißt, wenn wir ein Lobpreislied singen, da gibt es ja dort, wo sich Jesus und Gott aufhält, ist überall der Himmel, Himmelreich. Deswegen in Offenbarung Kapitel 8 geht es hier nicht mehr um den tatsächlichen blauen Himmel, der in der Luft schwebt, sondern dort, Jesus hielt sich bei den sieben Sternen aus, und Jesus erklärte, die sieben Sterne sind die sieben Boten. Und der Ort, wo die sieben Sterne sich aufhalten, ist gleich wo? Er wurde mit dem Himmel verglichen. Dort, wo natürlich die Sterne sich aufhalten, Sterne in einem Himmel, so ist also, wo die sieben Boten sich aufhalten, sprich, ja, das ist gleich die Gemeinde der sieben Sterne, sprich der Tempel des Zeltes. Und daher werden Sie das später nochmal in Offenbarung 13, Vers 6 lernen, etwas genauer. Und zwar, das Zelt Gottes wird hier in Offenbarung 13 mit dem Zelt Gottes verglichen. Das heißt, hier ist nicht der blaue Himmel gemeint, sondern in der heutigen Zeit der Ort, an dem sich die sieben Boten, die mit sieben Sternen verglichen wurden, aufhalten gemeint, sprich das Zelt des sieben Goldleuchter. Dass sie aber vom Himmel herabgefallen sind, bedeutet Jesaja 14, Vers 12 bis 15. In diesen Worten sehen Sie ganz deutlich die Bedeutung von gefallen. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Das war nämlich einer, der versucht hat, sich gegen Gott aufzulehnen und hinausgeworfen wurde, sprich als Glanzstern verglichen wurde, vom Himmel herabgefallen oder auf Erden gefallen, bedeutet, dass man sich Gott gegenüber angefeindet hat und
eine Gruppierung gebildet hat und von Gott her abgefallen, hinausgegangen sind. Stellvertretend gibt es wen? Im Geist gibt es darunter welche Gruppen? Ja, den Teufel, den Satan, nicht wahr? Eigentlich war dies einst ein Engel, der Gott dienen soll, nur preisen soll, aber er erhob sich selbst, wurde hochmütig, strebte sich gegen Gott auf und dieser Satan, der Teufel, jenes Fleisch, jeden Menschen, den er nutzt, ist auch genauso in der gleichen Position. Das heißt, wenn Sie diese Inhalte sehen, gibt es hier dieser eine großen Stern, der im Feuern steht. Es kann ja kein tatsächlicher Stern sein. Und sein Name ist Wermut. Das heißt, dahinter steht auch eine geistliche Bedeutung. Und zwar, dieser Himmel, von vom Himmel gefallen, ist hier gemeint der Tempel des Zeltes. Das heißt, es war ein Mitglied vom Tempel des Zeltes. Gefallen bedeutet, Gott verlassen und wurde eins mit dem Satan und wurde eins mit den heidnischen Zerstörern und hat eine Gruppierung somit gebildet. Und diesen Menschen, dieser wird leichnishaft verglichen hier mit dem Stern Wermut. Das heißt, wenn prophezeit wurde, dass dieser brennende Stern wie eine Feuerfackel, ja, gibt es in der Zeit der Verheißung natürlich nicht die Realität, diese tatsächliche Person. Aber wenn sie sich erfüllt, wenn die Prophezeiung sich erfüllt, gibt es tatsächlich auch einen Menschen, der zum Vorschein kommt, nicht wahr? Der sinnbildhaft verglichen wurde damals mit, in dem Fall, den Stern. Das heißt, Jesus, er hat einen Person auserwählt, den verheißenen Hirten, dem er all dies gezeigt hatte, er vor Ort gesehen, gehört hat. Das heißt, der verheißene Hirte, er hat alles gesehen, wie dieser tatsächliche Mensch spricht, hört und aussieht. Das heißt, das wahre Zeugnis hat man durch den verheißenen Hirten zu hören. Deswegen merken Sie sich tatsächlich, dieser Stern hat sich ereignet und ist zum Vorschein gekommen. Und sein Name wurde mit Wermut bezeichnet. Warum Wermut? In der Bibel an mehreren Stellen sehen wir, dass Wermut stellvertretend auch für die Bitterkeit, also für Gift und Bitter steht. In 5. Mose 32 sehen wir, in den Weingärten Sodoms und Gomorras ist ihre Frucht bitter, bittere Beeren. Und da wird gesagt, diese Früchte, diese Beeren sind aber Vipern und Schlangengift. Ja, haben Sie nicht vorhin gelernt, Drache und Schlange, wissen Sie noch? Ja, sie waren niemand anderes als Schlange, die alte Schlange, der Drache, sprich Satan, Teufel. Das heißt hier, wenn es hier um die Weinstöcke und dessen Früchte geht, geht es nicht um tatsächliche Weinstöcke, sondern es sind die Lügen, die falschen Lehren der falschen Hirten gemeint. Hirten, die Gift und auch bitter sind. In Jeremia 9, Vers 15, Jeremia 23, Vers 15 sehen Sie, da gibt es Menschen, die Gott verlassen haben und diese speisen von bitterem Wasser. Somit dieser, der Name von dem großen Stern, welches brennt wie eine Feuerfackel, wird als Wermut bezeichnet. Und da sehen Sie, es war ein Mitglied vom Tempel des Zeltes, ist aber den Satan, den Teufel, zugerichtet geworden, welches nun die Unwahrheit bezeugt. Deswegen wurde dessen Name als Wermut bezeichnet. Dieses Wesen fällt aber wohin? Auf Ströme und Wasserquellen. Das bedeutet, es gab damals 80 Nebengemeinden, aber auf all den zu den Hirten und den Missionaren ist er hingegangen und hat ihnen die Unwahrheit, die Lüge belehrt. Und daher in Sprüche 10, Vers 11 sehen wir, Gottes Wort ist zwar einerseits mit Wasser und Regen und dem Wort Gottes verglichen, und dort, wo sich dieses Wasser ansammelt, ist sicherlich auf Erden die Quelle, nicht wahr? Das heißt, hier ist die Bedeutung der Quelle der Hirte gemeint. Das heißt, seine Worte, die aus seinem Wort aus seinem Mund entspringen, ist ja das Wort, das Wasser, sprich das Wort Gottes gemeint, welches bezeugt wird. Und dieses Wasser fließt und fließt genauso wie Ströme in der Welt,
Wasserströme. Das heißt, hier sind Missionare gemeint, Missionierende, die das Wort übertragen und nehmen und ebenfalls bezeugen. So wie in Johannes 7, Vers 38, Jesus sagte, ja, diejenigen, die an mich glauben, werden selbst zu lebendigen Wasserquellen werden, aus denen das Wasser heraus hervorquillt. Das heißt, missioniert und missioniert mit dem Wort Gottes. Merken Sie sich auch diesen Punkt. Deswegen, Sie sehen, dieser Stern, der gefallen ist, herabgefallen ist, ist gefallen auf Wasserquellen und Wasserströme. Und die Bedeutung dahinter sind die Hirten und die Missionaren des Tempels des Zeltes, ist dieser Stern hin und hat seine Unwahrheit bezeugt und gelehrt. Ja, und daher, das Wasser, was aus diesen Orten hervorkam, ist wohl was für ein Wasser. Es war früher, dass sie das Wort der Wahrheit bezeugt hatten, welches sie durch die sieben Sterne empfangen hatten, die sieben Boten. Aber nun haben sie das Gift von dem Wermut, sprich von dem Stern, bekommen. Das heißt, das, was sie an Wasser nun bezeugen, ist nun bitteres Wasser. Sprich, dieses Wasser, diese Lehre, all das Wort, was sie da bezeugt haben, hat sich jeweils ein Drittel verbreitet in dem gesamten Tempel des Zeltes und den Nebengemeinden, welches Wasser nun zur Unwahrheit wurde. So wie man sagt, bitteres Wasser. So wie in Jesaja 1, Vers 22 auch noch zu merken ist. Das ist, wenn solch ein Ereignis stattfindet, was die Heiligen betrifft, die gerade die Unwahrheit zu sich nehmen, ja, so wie hier steht, ja, sind viele Menschen gestorben, aber nicht hier ihr Leib, ihr Fleisch, sondern es ist ihr Geist, und zwar der Geist der Gemeindemitglieder, der Heiligen vom Zelt des sieben goldenen Leuchters, der gestorben ist, so wie in 1. Mose 2, Vers 17 zu vergleichen ist. Aber sehr bedauernswert ist, der Geist ist zwar tot, aber das Fleisch ist noch lebendig. Und sehr bedauernswert ist, Sie selbst wissen es nicht, aber Sie sind ja bereits gerichtet worden. Deswegen in Offenbarung 3, Vers 1 wurde gesagt, ihr habt ja den Namen, dass ihr lebt, aber ihr seid tot. Das heißt, beim dritten Posaunenschall, wie ist es? Einer vom Mitglied vom Tempel des Zeltes wurde eins mit den Zerstörern und beginnt nun falsche Lehre zu bezeigen. Und mit dieser falschen Lehre tötet er gerade die Heiligen vom Tempel des Zeltes. Das war das Zeugnis vom dritten Posaunenschall. Nun wollen wir vom vierten Posaunenschall lernen. Und der vierte Engel posaunte, und es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes, der dritte Teil der Sterne, sodass der dritte Teil von ihnen verfinstert wurde und der Tag seinen dritten Teil kein Licht hatte und ebenso die Nacht. So, mit in Offenbarung 8 ist das die vierte Posaune. Die vierte Posaune wurde nun enttönt, und so dort sehen Sie, so wie in Offenbarung 6, Kapitel 6, Sie auch durch den Thomas Stammesleiter gelernt haben, dass Sonne, Mond und Sterne verfinstert und herabgefallen sind. Kurz zusammengefasst, in der Bibel gibt es sicherlich auch fleischliche Sonne, Mond und Sterne, aber wenn es um die Sonne, Mond und Sterne geht, wohinter auch der Plan Gottes und die geistige Bedeutung, das Geheimnis Gottes verborgen liegt, sehen wir zunächst einmal, dass 1. Mose 37, Vers 9 bis 11, den Worten nach, dass ihr Elfen mich anbeten werdet, und somit erklärt wurde, ja, Jakob, die Brüder, Geschwister und die Söhne und die Mutter, da verglichen wurde, Jakob als die Sonne, die Frau als Mond und die Söhne als Sterne verglichen wurde, sehen wir, dass diese Familie auserwählt wurde als Sonne, Mond und Sterne. Somit, aus Sicht Gottes, ist es so wie der Vater, der Hirte, im Stellvertreten für den Hirten steht, der das Wort bezeugt, wie die Sonne, und somit die Missionierenden, Missionare, die das Wort empfangen, das Wort weitergeben mit dem Mond, und die Heiligen wie Sterne. Das heißt, demnach, der Himmel, in dem sich Sonne, Mond und Sterne aufhalten, handelt sich hier und nicht um den blauen Himmel, sondern es ist das Zelt Gottes.
Und das wurde im wiederholten Male bereits erklärt und ich bin mir sicher, dass Sie auch das bereits schon verstanden haben und erklären können. Heute die Realität aus Offenbarung 8, Sonne, Mond und Sterne, wer sie sind, ist die Plagen, die bei der Siegelöffnung entstanden sind. Wer ist wohl die Zielgruppe? Es ist nicht weltweit die Plage, die ausgegossen wird, sondern die Zielgruppe war wie in Offenbarung 2 und 3 die abgefallenen Menschen aus dem Zelt, die von Gott und Jesus her gerichtet werden, du über die Plagen, die gegeben wurden. Und da sehen Sie, Sonne, Mond und Sterne, die hier verfinstert herabgefallen sind, sind wer? Sehr richtig. Weil ja das Zelt Gottes mit dem Himmel verglichen wurde, sind es also, wenn es hier um die Sonne geht, die sieben Boten, die sieben Hirten und Mond mit den Missionaren und Sterne, die Heiligen. Und das heißt, Sonne, Mond und Sterne, sie wurden verfinstert und sind herabgefallen, dass sie verfinstert wurden. In Matthäus 11, Vers 12 sehen Sie, ab dem Zeitpunkt des dem Täufer Johannes dem Täufer, wurde das Himmelreich eingenommen. Das heißt, eingenommen wurde, das heißt, es gibt einen, der eingenommen wurde und einer, der sie eingenommen hat. Das heißt, die Hirten, die eigentlich das Zelt anleiten sollten, waren eigentlich hier, wie im ersten Kommen zu sehen, Johannes der Täufer, aber der nach Johannes dem Täufer kam, war ja Jesus. Das heißt, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten sich auf den Stuhl Mose gesetzt haben, bedeutet, dass sie auf den Stuhl, das heißt auf den Sitz Gottes, sich gesetzt haben. Das heißt, das Zelt damals wurde entrissen von den Pharisäern und Schriftgelehrten, eingenommen. Das bedeutet, ihre Lehren konnten sie nicht mehr frei bezeugen. Das heißt, dadurch, dass sie von dem Zerstörer eingenommen wurden, konnten sie nicht mehr ihre Lehre verkündigen, bezeugen. Und Offenbarung 13 werden sie nochmal lernen, ja, dass nur das Mahlzeichen verkündigt wurde, weil sie eingenommen wurden. Deswegen nutzen Sie diese Zeiten mit Ihrem Herzen, seien Sie aktiv dabei, dass Sie alle Worte auch bis hin zur Offenbarung 13 auch aufnehmen können. Dass Sie verfinstert wurden, als nächstes, verfinstert wurde, Sie haben Ihr Licht verloren. In Johannes 1, Vers 1 bis 14 sehen Sie, dass das Wort Gottes mit dem Licht verglichen wurde. Dass Sie aber verfinstert wurden, bedeutet, dass Sie das Wort der Wahrheit verloren haben. Folglich, das Lehrgesetz oder Kirchengesetz vom Tempel des Zeltes haben sie nun verloren und konnten nicht mehr das Wort der Wahrheit bezeugen. Was bedeutet nun diese vierte Posaunenschall bedeutet, dass auch der vierte Berufene nun dorthin geht und diese Dinge bezeugt. Dass nämlich ihr von den Zerstörern eingenommen wurde und ihr nun keine Wahrheit mehr habt und die Worte bezeugt, dass sie nun aufwachen sollen und sich dieser Situation bewusst werden soll. Das ist der Posaunenschall. Letzter Inhalt ist Offenbarung 8, Vers 13. Lesen wir gemeinsam. Und ich sah und ich hörte einen Adler hoch oben am Himmel fliegen und mit lauter Stimme sagen, wehe, 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 denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaune, der drei Engel, die Posaunen werden. Ja, Offenbarung 8, Vers 13, der Adler fliegt in der Luft und er spricht dreimal aus, wehe, wehe, wehe. Dieser Adler selbst ist sicherlich auch kein fleischlicher Adler. Dieser Adler hier haben wir bereits in Offenbarung 4, Vers 6 bis 7 gelernt, dass vor dem Thron Gottes sich die vier lebendigen Wesen aufgehalten hatten. Und sie hatten auch die Gestalt eines Adlers. Das ist dieser Adler hier. Ist einer der Erzengel gemeint, welche ausspricht. Und Luft hier ist gemeint, die geistliche Welt Gottes, sprich, dieser Adler fliegt und bewegt sich zwischen Himmel und Erde. Das heißt, hier Luft ist somit auch gemeint, das Reich Gottes, in der geistlichen Welt, aber auch auf Erden, somit auch das Zelt von Gottes. Ja, welche erleiden nun diese Wehe?
Und zwar wird hier gesagt, diejenigen, die auf der Erde wohnen, das sind nämlich die Heiligen vom Tempel des Zeltes, die einst dem Himmel zugerichtet waren, aber nun zur Erde wurden. Und ihnen wird geschehen, was? Wehe, wehe, wehe. Das bedeutet, hier von den 7 Posaunen haben wir heute 4 gelernt. Und wie viele Posaunen sind dann folglich noch übrig? Das sind die 3 Posaunen, die übrig bleiben. Sprich, hier wird durch den Adler bekannt gegeben, dass noch 3 Plagen offen stehen. Daher werden wir in der nächsten Stunde in Offenbarung 9 über 2 Posaunen und Offenbarung 11 eine Posaune lernen. Und dass an diesem Punkt, ja, diese Plagen nun vollendet werden, merken Sie sich diesen Punkt. Und diese 7 Posaunen tragen nicht alle den gleichen Inhalt, sondern der Posaunenschall 1 bis 6, anschließend bis zum nächsten Kapitel, sehen Sie, das sind die Inhalte, die Klagen, die über das abgefallene auserwählte Volk ergehen. Aber der 7. Posaunenschall, wenn dieser zum Vorschein kommt, so wie in Offenbarung 11, Vers 15 oder in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 54, sehr gut beschrieben wurde, es gibt ein Geheimnis bei dem letzten Posaunenschall. Und da gibt es die Worte, die deutlich erklärt wurden, was dort zu finden ist. Wenn man aber die Posaunen 1 bis 6 nicht kennen würde, könnte man auch nicht vernehmen, überprüfen und hören, was den 7. Posaunenschall betrifft. Daher bleiben Sie dran bis zu dem Zeitpunkt, wo auch der 7. Posaunenschall nun ertönen wird, mit einem offenen Herzen, dass jeder die Botschaft des Heils empfangen kann. Folglich wollen wir nun die Schlussfolgerung gemeinsam einmal lesen. Heute, Offenbarung Kapitel 8, ist der Inhalt, wo der Tempel des Zeltes, welcher den Heiden zugerichtet wurde, nun der Hauptsitz bis hin zu den Nebengemeinden, die Unwahrheit bekommen haben und der Prozess geschildert wird, wo sie jeweils geistig nun sterben durch die Lehre der Unwahrheit. Und in Offenbarung 6 wurden die Heiligen, die aber aus diesem Zelt herausgerufen wurden, durch sie das Gericht vollzogen wird, aber nur mit dem Zweck, damit diejenigen, die im Tempel des Zeltes nun die Plagen erhalten, errettet werden und sie Buße tun können. Und sie haben auch gesehen, über die letzte Stunde auch, die Ereignisse über die 7 Siegel und das Ereignis der 7 Posaunen, aber auch der Tempel des Zeltes, dass alles im Plagendieb in den Tempel des Zeltes stattfindet. Das heißt, hier ist nicht ein fleischliches Gericht weltweit gemeint. Somit, Offenbarung Kapitel 8, schließen wir nun an dieser Stelle ab. Ja, wie ist es, nachdem Sie diese Worte gehört haben? In Offenbarung Kapitel 8 spricht man hier nicht über das Ende der Welt, sondern es handelt sich hierbei um diejenigen, die auf das Wiederkommen Jesu warten und in dieser Zeit leben, die auf die Hoffnung auf das ewige Leben haben und denen aber noch das Wort bezeugt, versiegelt vorliegt, aber durch den verheißenen Hirten große Worte des Gnade uns bezeugt werden. Ja, diese Stunden, dass sie sich vermehren können und die Antworten noch transparenter und genauer werden, hoffe ich, dass sie durch jede Stunde erlangen können. Daher, dass wir durch die Worte, die wir heute bekommen haben, wir eins werden und dass wir die Freiheit im Frieden erlangen können, aber auch ein vollkommenes Reich Gottes sich erfüllen kann, wo wir in ewiger Freude leben können, hoffe ich, dass jeder zu solch einem Himmelsbürger werden kann. Und mit diesem Herzen, dieser Bedeutung nach, dass wir eins werden, möchte ich einmal We are one ausrufen. Bitte rufen Sie gemeinsam mit mir aus. Vielen Dank, dass wir Ihre Aufmerksamkeit haben. Wir sind eins, we are one. Vielen herzlichen Dank. Der Gnade, die wir bekommen haben, möchten wir ein Dankesgebet aussprechen. Heiliger Vater Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns solch eine gnadenvolle Zeit, kostbare Zeit erlaubt hast und dass wir die wahrhaftige Bedeutung hinter der Offenbarung nun erkennen durften. So danken wir dir von ganzem Herzen. Dieses kostbare, offenbarte Wort hören wir durch das Zeugnis vom verheißenen Hirten, dass wir bis zum Ende
ja, teilnehmen können und dass der Heilige Geist mit allen Teilnehmern sein kann. Da bitte ich dich, dass du jedem diese Gnade erlässt. In der nächsten Stunde bis zu der Stunde, wo wir uns wiedersehen, bitte schütze jeden Einzelnen mit dem Wort und so haben wir in Jesu Namen Dank gebetet. Amen. Meinen Sie, in der Welt gibt es tatsächlich solche Pferde, wo die Schwänze wie Schlangen gleichen und den Schwänzen wiederum ein Kopf ist? Also die Realität hierzu ist in Offenbarung 9. Bei dem 5. und 6. Posaunenschall wollen wir diese Inhalte gemeinsam in Erfahrung bringen. Ja, liebe Zuschauer, wie ist es, dass Sie die Worte nun aus Shincheonji hören? Und ich hoffe sehr, dass Sie eine gnadenvolle, segensreiche Zeit bekommen haben. Dass Shincheonji aber mit solcher überzeugter Transparenz diese Worte bezeugen kann, ist, weil der verheißene Hirte, der Bote Jesu, in Shincheonji ist. Und der Versammlungsleiter nach seinem Willen nach, wo er wirklich jederzeit Frieden verkündigt, und ist es nun dazu gekommen, dass diese Seminare geöffnet werden, wo die Wahrheit bezeugt werden. Daher, nächste Stunde wird Offenbarung Kapitel 9 bezeugt. Nehmen Sie doch da zahlreich teil, dass Sie die Wahrheit erkennen können, damit Sie in überfülltem Maße in das Himmelreich eingehen können. Auch heute, wenn Sie weitere Neugier oder Fragen bezüglich dem Wort in Shincheonji haben, können Sie stellvertretend über die Kontaktdaten, wie Sie hier auf dem Bildschirm sehen, über jeden Stamm sich melden und Sie werden da begleitet, Ihnen werden die Fragen beantwortet werden. Nun schließen wir mit dem Vater Unser ab. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Somit schließen wir das Offenbarungsseminar, der neue Bund Gottes und das Zeugnis über die Prophezeiung, die Erfüllung der Offenbarung ab. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.